Leute, wie versprochen gibt es heute das Knast-System für euch und geht davon aus, dass das mega fett wird. Ich habe anderthalb Seiten Notizen für euch. Ich werde das jetzt nicht frei auswendig hier vorleiern können. Ich hoffe, ich komme nicht zu sehr ins Stottern, wie man das leider auch von mir in anderen Videos deutlich und oft kennt. Geht einfach mal davon aus, dass wir nicht einfach mal kurz durch irgendein Bagatelldelikt in den Knast kommen, und dann kennen wir das wie aus alten Teilen. Du stehst auf einmal wieder vor der Wache, weniger Geld, kein Inventar mehr, und dann machst du das. Das System ist ultra, ultra riesig. Wie gesagt, ich habe hier anderthalb Seiten Skript, Text für euch, Notizen, die nur mit dem Knast-System zu tun haben. Also das wird ein fettes Ding, und geht davon aus, dass es ein Teil der Hauptstory ist, den wir wahrscheinlich nicht ausweichen können, und der wird wahrscheinlich nur durch die Story getriggert. Ich glaube nicht, Achtung, du raubst, keine Ahnung, eine Omi aus oder trittst irgendjemanden Arsch, keine Ahnung, und dann kommst du ins Gefängnis und dann geht ja auf einmal das riesen Ding los. Also ich bin sehr, sehr überzeugt, dass du da irgendwas in der Hauptstory erledigen musst, und dann pop, kommst in den Knast und alle freuen sich. Wir fangen direkt mal an. Du kannst zwischen zwei Optionen wählen, dich in dem Knast richtig zu verhalten. Richtig. Legal oder illegal. Legal wäre die ehrliche Art und Weise, du wartest, bis deine Gefängnisstrafe vorbei ist. Die kannst du natürlich auch verkürzen. Oder der illegale Weg, du planst einen Gefängnisausbruch. Und schreibt bitte in die Kommentare, für was würdet ihr euch entscheiden? Wenn ihr euch das alles angehört habt, bin ich mir relativ sicher, dass so gut wie jeder Option 2 wählt. Wobei es sich wahrscheinlich auch mal lohnen könnte, wenn man irgendwann das ein zweites Mal durchspielt, welche Effekte der ehrliche Weg hat. Denn ihr werdet gleich feststellen, dass jede Entscheidung einen gewissen Effekt auf die Story haben kann, könnte oder mit Sicherheit wird. Wir können auf jeden Fall bei Option A wie auch bei Option B Jobs erledigen. Bei Option A ist es Jobs oder Aufgaben für die Behörden, um Geld zu verdienen, letztendlich dein Gefängnisaufenthalt zu verkürzen. Dabei kannst du im Allgemeinen das komplexe Gefängnisleben erkunden, du kannst Insassen kennenlernen, du kannst Beziehungen aufbauen, und jede dieser Beziehungen kann, wie gesagt, Einfluss auf das spätere Spielgeschehen nehmen, auch vor allen Dingen im Knast, das sollte sowieso klar sein, aber auch außerhalb des Knastes könnte es dazu kommen, dass wir bestimmte Optionen wählen, die im Knast passieren, die eben bestimmte Tatsachen hervorbringen oder auch nicht. Komme ich aber später gleich nochmal drauf zurück. Das doppelt sich wahrscheinlich. Die zweite Option ist auf jeden Fall der Gefängnisausbruch. Spektakulär, musst du den planen. Schreibt es, wie gesagt, in die Kommentare. Du kannst im Knast Allianzen bilden. Du kannst Ressourcen sammeln. Du kannst oder du musst sogar sehr, sehr präzise arbeiten, wenn du das planst, weil jeder Fehler Folgen hat. Im Endeffekt wird es wahrscheinlich so sein, dass du erstmal auf die stille Treppe musst und dein Gefängnisaufenthalt wird definitiv verlängert. So, weiterhin soll es eine Menge Mechaniken geben, die den Aufenthalt im Knast im Vergleich zur Open World auch sehr unterhaltsam machen. Wie gesagt, es ist mega, mega umfangreich. Deswegen kannst du da wahrscheinlich eine Menge, Menge Scheiße machen. Du hast einen festen Tagesablaufplan, wie sich das für einen Gefängnisinsassen gehört. Kennt man aus irgendwelchen Ami-Streifen. Du machst früh auf. Frühstück, Mittag, Abendbrot, Ausruhen, Gefängnisarbeiten, Sport, allgemeine Freizeitaktivitäten gehören ebenfalls zur Routine. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es hier zum Beispiel so ist, wenn du Sport machst, dass du vielleicht Basketball spielen kannst oder irgendwelche Kraftsport, keine Ahnung, kannst deinen Körper trainieren, das soll ja in GTA 6 auch wieder gehen. Erinnert euch an GTA 5, wer noch niemals, wer sich vielleicht ein bisschen, musste ich nicht mal für Tennis interessieren, aber alleine wie in GTA 5, dass diese Physik, diese Programmierung des Systems, dass du auf den Tennisplatz gehst, kannst damit jemand Tennis spielen, das ist so gut programmiert und das hat so gut funktioniert, teilweise besser als ein nur only, ich glaube, EA-Titel Topspin oder wie es hieß. Testet das mal aus, wenn ihr GTA 5 habt, spielt mal Tennis, wenn ihr es noch nie gemacht habt. Das ist so astrein programmiert, da war ich sowas von begeistert, ist aber auch schon extrem lange her. So, zu den weiteren Abläufen. Du wirst auf jeden Fall um Jobs nicht drum herum kommen. Egal, ob du die ehrliche oder die illegale Weise wählst, du musst Jobs erledigen. Ansonsten bist du der Depp der Nation. Du kannst zum Beispiel in der Küche arbeiten, du kannst in der Wäscherei arbeiten. Und drei wichtige Ziele werden diese Jobs haben. Zum einen Geld verdienen, um Sachen zu kaufen. Oder für die erste Option Strafe eben zu mindern bei guter Führung. Und je nachdem, wie man sich mit den Jobs und vor allen Dingen auch mit den Insassen umgibt, wie man das alles klärt und regelt, kann man sich dementsprechend Respekt und Einfluss im Knast verdienen. Auch mit anderen Häftlingen muss man umgehen können, weil man der einen oder anderen positiven wie auch negativen Auseinandersetzung nicht entgehen kann. Es wird spontane Events geben. Komme ich auch noch gleich zu. Sehr interessant. Dadurch kann man Freunde und Verbündete gewinnen, die in schweren Situationen nicht nur
hinter Gittern nützlich sein könnten. Und das ist ein Punkt, den ich ansprechen möchte, wenn du einen speziellen Typen eben kennenlernst, der dein absoluter Buddy wird. Du kommst aus dem Knast raus, dann kommt der vielleicht irgendwann aus dem Knast raus. Oder der bricht mit aus, keine Ahnung. Und später könnte der vielleicht auch dein Feind werden, er könnte dein Auftraggeber werden. Es könnte aber auch jemand sein, den du anrufst und sagst, hier, ich brauche Hilfe bei deinem Job. Oder du triffst den zufällig wieder. Du bist raus aus dem Knast, ein Jahr vergeht, keine Ahnung, in der Story. Und dann auf einmal auf der Straße triffst du den wieder, irgend sowas. Gibt es zig Möglichkeiten, die ich auf jeden Fall richtig, richtig cool finde. So, man kann mit anderen Häftlingen Gefälligkeiten wie zum Beispiel Tauschgeschäfte machen oder auch Hilfe für Aufgaben anfordern, die dir vielleicht zu schwer vorkommen für dich alleine. Durch bestimmte Entscheidungen, die du triffst, kann dein Ruf und Respekt steigen, aber auch sinken, was sich darauf auswirkt, wie dich die anderen behandeln. Also Vorsicht geboten, pass immer schön auf deinen Arsch auf. So, also mal aufpassen, wie man die mit Häftlingen behandelt, soll das zu Deutsch heißen. So, dann kann es Herausforderungen geben. Zum Beispiel Kämpfe mit Gefangenen oder rivalisierenden Banden. Habe ich in einer der letzten Videos drüber gesprochen, dass Banden bzw. das Territoriumssystem aus San Andreas kommt zurück. Dann kann es sein, dass aus einer rivalisierenden Bande ist ein Team, ist ein Insasse, der hat dich erkannt. Trouble ist ein Anmarsch, spontane Schlägerei, kann alles passieren. Und es kann auch sein, dass deine Loyalität getestet wird. Du hast vielleicht irgendeinen krassen Typen kennengelernt, der Oberguru ist. Du willst dich mit dem verbünden und deine Loyalität wird aber erstmal getestet und das checkst du vielleicht nicht gleich. Also solltest du dringendst aufpassen, wie du Jobs erledigst, wie du mit den Leuten umgehst, denn du weißt nicht, was hinter welcher spontanen Situation stecken könnte. Und wie gesagt, da haben wir es wieder. Du kannst in absoluten Stress kommen, wenn du das falsch löst. Und sind wir ganz ehrlich, keiner bückt sich gerne nach der Seife. Sind wir uns einig. Also, immer schön aufpassen. So, einige dieser Geschichten können sich direkt auf das gesamte Spielgeschehen auswirken. Das hatte ich schon erwähnt. Weil Gelegenheiten könnten sich bieten oder eben auch nicht. Also wie gesagt, Entscheidung A könnte den Effekt haben oder Entscheidung B eben gar keinen Effekt. Und je nachdem, wie du dich verhältst, kann das den kompletten Storyverlauf ändern oder bestimmte Geschehnisse außerhalb der Gefängnismauern passieren vielleicht gar nicht erst. Vielleicht kannst du ja auch mal jemanden töten, der eigentlich für dich später nützlich gewesen wäre. Das weißt du alles nicht. Es ist wirklich umfangreich ohne Ende. So, bei einem Ausbruch kann man aus vielen verschiedenen Strategien wählen, kluge Entscheidungen treffen und seine Fähigkeiten gut einsetzen. Und mit den Fähigkeiten, ich habe hier die ganzen Leaks, die es mittlerweile gibt, ich habe sie noch nicht alle durch. Ich weiß sie noch nicht alle und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht so eine Art Skill-System wie in Fallout zum Beispiel gibt, dass du vielleicht gewisse Fertigkeiten in Schlösser knacken hast, in Hacken oder keine Ahnung, wo du eben deine Fertigkeiten gut einsetzen musst, die du vielleicht ausbauen kannst und so weiter. Des Weiteren kannst du Ressourcen sammeln, Verkleidung erstellen oder Ablenkungsmanöver. Das sind nur drei der vielen Sachen, die dir dabei helfen, aus dem Knast rauszukommen. Auch können verbündete Allianzmitglieder dabei helfen, um das Ziel letztendlich aus dem Knast rauszukommen zu erleichtern. Dabei sollte man auf komplexe Hindernisse stoßen und auch schnelle Entscheidungen treffen. Es kann tatsächlich mitten in diesem Ausbruch dazu kommen, dass du spontan schnell durch irgendein Event, was du nicht vorhergesehen hast, eine schnelle Entscheidung treffen musst, die vielleicht nur einen Bruchteil einer Sekunde dauern darf. Also auch hier, da hast du dann wahrscheinlich wieder Entscheidung A, B, umhauen, laufen lassen, fesseln, keine Ahnung, vielleicht eine Wache oder so. Könnte ich mir vorstellen, dass das relativ schnell gehen muss. So, für welchen Weg, legal oder illegal, wird einen starken Einfluss auf die Geschichte nehmen. Das wird auch klar sein, wenn du natürlich ausbrichst, hast du wahrscheinlich den absoluten Ruf deines Lebens bei allen, die da draußen so auf der Open World rumrennen. Und wenn du legal rauskommst, bist du vielleicht nicht so ganz der krasse Man. Spontane Ereignisse können passieren, wie zum Beispiel eine Zelleninspektion, bei denen du deinen Kram, den du dir vielleicht schon so ertauscht hast für den Gefängnisausbruch, den musst du irgendwie versuchen, bei einer Gefängniszelleninspektion zu verstecken. Jetzt ist hier natürlich das Gameplay schon weg, weil ich jetzt doch länger quatsche als gedacht. Wir sind schon bei fast 10 Minuten. Unruhen können passieren, spontan. Auch hier musst du gucken, wie verhältst du dich. Und es kann sogar passieren, dass die Gefängnisleitung ausgetauscht wird. Es kann dadurch sein, dass vielleicht hast du irgendeinen Deal mit der Gefängnisleitung, wovon viele nichts wissen. Und so kann es natürlich dazu kommen, dass bestimmte Gefälligkeiten oder Privilegien einfach so mit einem Fingerschnips
erloschen sind, weil die neue Geschäftsleitung natürlich nichts davon weiß. Und es gibt natürlich wieder wie so eine Art Sims-Gimmick, du kannst auch deine Zelle gestalten. Kannst auch durch Tauschgeschäfte, durch Herausforderungen und so weiter, kannst du deine Zelle schöner machen. Auch mit privaten Gegenständen, Familienfotos, weiß der Geier was. Also auf jeden Fall eine absolute, riesenfette Sache. Und ich glaube, dass das noch viel, viel größer ist als das, was ich jetzt alles erzählt habe. Also Leute, ich bin gespannt, was ihr davon haltet und wie dann die finale Vision der ganzen Gefängnisgeschichte aussieht. Sorry, wenn ich hier ein bisschen gestottert habe. Es ist echt eine Menge Stuff gewesen. Ihr wisst Bescheid und ich freue mich schon aufs nächste GTA 6 Video. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.